Ja, guten Tag, Geschwister. Ein cooles altes Lied zum Schluss. Welch ein Freund ist unser Jesus. Wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Freund, fühlt sich einsam, hast das Gefühl, wer interessiert sich schon für mich? Es gibt jemanden. Es gibt jemanden, der dich so unvorstellbar liebt. Der dich kennt, der bei deiner Geburt dabei war, der mit dir durchs Leben geht, der all das sieht und gesehen hat, was du durchmachst und der vielleicht, weißt du es nicht oder hast du es nicht wahrgenommen, der immer wieder ganz leise anklopft und sagt, ey, lass mich doch rein. Ich will dein Freund sein. Ich bin treu. Ich liebe dich so, genau so, wie du bist. Du musst nicht erst dich besser machen, das kannst du sowieso nicht. Du musst nicht irgendwas vorspielen, du musst nicht den coolen Typen raushängen lassen, das bist du auch nicht. Vielleicht äußerlich, aber innerlich ist Not und Elend in dir. Du brauchst mich. Ich mache dein Leben heil. Das ist der Jesus, über den wir hier singen. Der Jesus, der unsere einzige Chance ist. Du magst meinen, und vielleicht sieht das auch noch so aus, dass du recht gut klarkommst. Dir geht's gut, äußerlich. Aber ist nicht beständig. Es kann zusammenbrechen. Es können Dinge in dein Leben hineinkommen, die du nicht unter Kontrolle hast. Dann stehst du vielleicht, du hast vielleicht vorher viele Freunde. Wo sind sie denn? Vielleicht stehst du dann ganz alleine da und das ist sehr, 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 sehr schmerzhaft. Deswegen brauchst du diesen Jesus, der dein Freund sein will, aber der auch dein Leben nach seinem Willen umgestalten will. Aber da brauchen wir keine Angst vor zu haben. Es gibt nichts Schöneres. Es ist schmerzhaft für den alten Menschen, aber Gott liebt uns. Unvorstellbar. Wir sind in unserem Predigttext in Sprüche. Und zwar in Sprüche 15. Und Peter hat letztes Mal den Vers, also von Kapitel 15, den Vers 11 angerissen. Unterwelt und Abgrund liegen offen vor dem Herrn. Wie viel mehr die Herzen der Menschen? Hier geht's um das Herz. Und Peter hat letztes Mal den Vers, einen ganz bekannten Vers im Jeremia, das ist ein paar Seiten weiter, einer der alten großen Propheten im Alten Testament. Jeremia 17, da redet Gott durch Jeremia und sagt, es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und geben und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber das betrifft auch dein Herz. Das ist auch trotzig und verzagt. Wenn hier von Herz geredet wird,
ist das nicht, oder meistens jedenfalls nicht, die Pumpe, die in uns schlägt, die uns unser physisches Leben am Leben erhält. Meistens geht es, wenn es um das Herz geht, um das Innere des Menschen, um seine Seele, um seinen Verstand, seine Gefühle, seinen Willen. Das ist mit Herz gemeint. Und Gott hat uns, oder ja, es ist auch so, das Herz, das Organherz hat schon, wenn du manchmal Menschen begegnest, die eine große Not haben, vielleicht hast du das selber schon erlebt. Du hast vielleicht als Jugendlicher großen Liebeskummer gehabt oder, weiß ich nicht, du hast jemanden in deiner Familie, den du sehr liebst, der vielleicht nicht mehr lange zu leben hat oder der plötzlich gestorben ist. Da kommt ein tiefer Schmerz in dein Leben hinein und Menschen sagen, mir tut mein Herz weh. Und das ist keine Einbildung, das ist tatsächlich so. Die Medizin hat das erkannt, dass das Innere des Menschen eine Auswirkung hat auf das Physische, auf das äußere Leben, auf den Körper. Das ist so. Aber hier geht es um etwas anderes. Als Gott uns erschaffen hat, hat er uns, als drei Teile erschaffen. Da haben wir zunächst erstmal den Körper, das Sichtbare, das, was wir sehen. Er hat uns mit fünf Sinnen ausgestattet. Sehen, hören, riechen, schmecken und tasten, anfassen. So nehmen wir diese Welt um uns herum wahr, diese materielle Welt. Der Mensch ist aber mehr. Gott hat uns auch eine Persönlichkeit gegeben. Unser Ich. Unsere Gedanken, die damit eingeschlossen sind, unsere Gefühle und unser Wille. Das ist das, was uns Menschen ausmacht. Aber es gibt noch einen dritten Teil. Das ist der Geist des Menschen. Der Geist des Menschen ist von Gott so erschaffen worden, dass er, also dass das Leibliche ist auf der Ebene, sagen wir mal, und das Geistliche geht zum Herrn, zu Gott. Da kommunizieren wir mit ihm, da haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und dieser Geist hat eine Auswirkung auf unsere Seele, auf unser, sage ich mal, auf unsere Gefühlswelt, auf unsere Gedanken und dadurch auch auf den Körper. Adam und Eva waren topfit, so fit ist keiner von uns. Da kannst du 25 Stunden am Tag ins Fitnessstudio gehen, so fit bist du nicht. Auch mental, im Kopf. Das waren vollkommene Menschen, die hatten diese geistliche Verbindung mit Gott. Aber wir wissen, dass etwas hineingekommen ist. Der Teufel, das Böse, der ja auch eine Person ist, in Gestalt einer Schlange. Und da hat der Frau ein bisschen erzählt, so, ja, eigentlich, Gott ist ja gut zu dir. Er segnet dich, du hast Gemeinschaft mit ihm. Aber eigentlich ist er noch mehr. Eigentlich gibt er dir nicht alles. Er gönnt dir nicht alles. Und der Mensch ist drauf eingegangen. Der Mensch ist drauf eingegangen. Und die Folge davon war etwas ganz, ganz, ganz Furchtbares. Die Verbindung nach oben ist gekappt, ist zerstört. Und der Mensch ist geistlich tot, der natürliche Mensch. Gott sagt uns in seinem Wort, der Tod ist der Sünde Sold. Da sagst du, wieso? Ich bin doch nicht tot, ich lebe doch. Klar, du existierst, du bist auf dieser Welt, du atmest, du denkst, du machst alles Mögliche. Aber Gott sagt dir, das ist kein Leben, weil du von der Quelle des Lebens abgeschnitten bist. Du lebst eine Zeit lang auf dieser Welt und wir wissen alle, was dann kommt.
Wir werden sterben. Der eine früher, der andere später. Und der Tod ist eine Realität, der wir uns stellen müssen. Wie sieht dieses Leben auf dieser Welt aus? Das normale menschliche Leben. Prediger ist ebenfalls ein Buch von Salomo. Von ihm nicht, von Gott. Gott ist der Autor. Aber er hat viel im Prediger über das menschliche Leben auf dieser Welt beschrieben. Und wir lesen mal im Prediger, der ist hinter den Sprüchen, und zwar ab einfach Kapitel 1, die ersten Verse. Also ich habe das vorhin schon gesagt, ich habe früher immer gedacht, mir geht es jetzt so richtig gut, also ich werde jetzt auf keinen Fall den Prediger lesen. Weil der Prediger ist etwas, was mich runterzieht. Es ist so, so schwer, so teilweise, so, es hört sich so depressiv an. So, aber letztendlich ist es so, dass Salomo das Leben auf dieser Welt beschreibt. Und das ist leider entmutigend. Er sagt, dies sind die Reden, ab Vers 1, dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, siehe, das ist neu? Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken, bei denen, die noch später sein werden. Das ist das, der Kreislauf des Lebens auf dieser Welt. Du wirst geboren, du arbeitest, bist alt, stirbst. Im Normalfall. Es gibt ja auch Menschen, die jung sterben. Das ist, aber im Normalfall läuft das Leben so ab. Und ich habe das vorhin auch schon mal gesagt, also ich finde es immer interessant, Todesanzeigen zu lesen. Da wird ja oft, es wird ja was über den Menschen ausgesagt. Also man kennt diesen Menschen nicht, ich weiß nicht, ob das immer stimmt, aber es sind ja auch meistens auch immer Sachen, die ihn so ein bisschen hervorheben, also wo er vielleicht gut war oder, ne? Oder stehen Bibelsprüche drauf, das ist ganz toll, das finde ich gut. Aber manchmal steht in so einer Todesanzeige sowas wie, nur Arbeit war dein Leben. Wollen wir, dass das über uns gesagt wird, wenn wir sterben? Macht das Leben aus, dass ich 40 Jahre, natürlich sind wir dazu aufgefordert, auch von Gott her, dass wir unser Brot verdienen sollen, aber wenn das der Lebenssinn ist, vergiss es. Wenn ich daran mein Leben festmache, dass ich nur arbeite. Wir sind als Menschen so angelegt, dass wir immer wieder zu dieser Frage kommen, soll es das gewesen sein? Ist das alles, was Leben hier auf dieser Welt ist, was mich betrifft? Ist es das, dieser ewige Kreislauf? Die Sonne scheint weiter, auch wenn du schon lange tot bist. Und die Erde dreht sich weiter, auch wenn du schon weg bist. Wenn du so ein Leben lebst,
Du bist irgendwann auch vergessen. Noch lebst du. Und es ist einfach so. Kannst du dich, weißt du, was deine Ur-Ur-Urgroßmutter gemacht hat? Weißt du das? Wie es ihr gegangen ist, wie sie gelebt hat? Diese Menschen sind vergessen. Dieser Kreislauf des Lebens. Du wirst geboren, du arbeitest, du stirbst, die nächste Generation kommt und so weiter. Total sinnlos eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Aber Gott sei Dank gibt es da jemanden, der das Ganze durchbrochen hat und für dich persönlich durchbrechen kann. Ich meine, wir sehen Menschen oder auch im Laufe der Geschichte. Es gab zahlreiche Philosophien, politische Ansätze, wie man dem Menschen Sinn vermitteln kann in seinem Leben, wie, und das sind manchmal auch haarsträubende Sachen, ne? Aber der Mensch ist auf der Suche und er sucht nach mehr, nach Erfüllung, nach Wert seines Lebens. Was ist mein Leben wert? Und Menschen sagen so oft, oh, hätte ich damals mal dieses oder jenes gemacht und jetzt ist mein Leben so dahin geplätschert und ich kann es nicht zurückholen und so. Was ist mit meinem Leben? Was hat wirklich Bestand? Was hat Wert? Und das kann dir nur Gott vermitteln. Nur Jesus kann dein Leben reich machen. Lass uns mal ganz kurz noch mal ein bisschen das menschliche Herz angucken, was uns das Wort dazu sagt. Da hatte ich noch vergessen. Der Tod ist der Sünde Sold, habe ich vorhin gesagt, steht im Wort. Und es wird noch was darüber ausgesagt in 2. Samuel, das ist auch im Alten Testament, ein paar Seiten zurück. 2. Samuel, Kapitel 14, Vers 14, 2. Samuel, Kapitel 14, Vers 14, da steht, denn wir sterben des Todes und sind wie Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht wieder sammeln kann. Aber Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er ist darauf bedacht, dass das Verstoßen nicht auch von ihm verstoßen werde. Es geht mir um den ersten Teil. Denn wir sterben des Todes und sind wie Wasser, das auf die Erde gegossen wird und das man nicht wieder sammeln kann. So sieht's aus. Das ist das normale Leben auf dieser Welt. Dem gehst du entgegen. Aber Gott sei Dank hat Gott eine Möglichkeit gefunden, um diesen ganzen Kreislauf, du bist trotzdem natürlich, du wirst trotzdem arbeiten und sterben, aber es ist etwas hineingekommen, was Sinn bringt. Gott hat ein Leben in dir gezeugt, das über diese paar Jahre hier in dieser Welt weit hinausgeht. Und das ist kein Leben, wo du dahin vegetieren wirst, sondern Gott möchte dir das Leben in Fülle geben. Das können wir uns hier jetzt noch gar nicht vorstellen, was das heißt. Ewig zu leben, das ist ein Begriff, der, ja, wir sagen das immer wieder, aber so richtig erfassen können wir das nicht, weil wir Menschen in dieser Welt sind. Und Gott sagt aber, wie gesagt, auch einiges nochmal über, er will uns einfach zeigen, im Grunde genommen, wie tief wir gefallen sind als Menschen. Wenn du meinst, du bist gut, und das machen wir ja manchmal ganz gerne, dass wir uns mit anderen vergleichen und das, was der da macht, das würde ich nie machen. Oder so, so schlecht, wenn ich mich mit dem anderen vergleiche, bin ich ja eigentlich gar nicht. Gott sagt was anderes. Er sagt ganz am Anfang, im 1. Mose, Kapitel 5, da geht es um die Sintflut. Da sagt er in Kapitel 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da,
Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und das bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das Dichten und Trachten des Herzens ist böse. Und Gott schmerzt das, weil er sieht, wie wir uns selbst zerstören und wie wir auch andere Menschen zerstören. Das Herz ist eine finstere Grube. Das ist so. Das sehen wir in dieser Welt. Wozu sind Menschen in der Lage? Da gibt es im Bösen gibt es keine Grenzen. Der Mensch macht alles. Und Gott sagt das ganz am Anfang. Er lässt uns da nicht im Dunkeln stehen. Er sagt nicht zu dir, du bist eigentlich ein toller Typ. Das sagt er nicht. Er sagt, ich liebe dich, aber er sagt nicht, du bist ein toller Typ. Ich kann aus dir einen tollen Typen machen, aber du bist es nicht. Das ist ganz wichtig. Dann nochmal Prediger, wo wir eben schon waren. In Prediger 9,3. Prediger 9,3. Da steht: Das ist das Unglück bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass es dem einen geht wie dem anderen. Und dazu ist das Herz des Menschen voll Bosheit. Und Torheit ist in ihren Herzen, solange sie leben. Danach müssen sie sterben. Das ist das, was Gott sagt. Und dann sagt Jesus selbst nochmal was über das menschliche Herz. In Markus 7, ab Vers 15 bis 23. Und als er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid ihr auch noch immer unverständig? Merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt da heraus in die Grube. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Diese Liste könnte man noch weiterführen, da gibt es noch vieles andere. Neid, Eifersucht, ich weiß nicht, Geiz und so weiter. Viele, viele, viele Dinge. Und leider müssen wir das aushalten, dass wir so sind. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen jemanden von außen, der unser Leben neu macht. Du selber, das weißt du, du kannst ihn nicht ändern. Du kannst ihn nicht hinsetzen und sagen, so ab morgen bin ich gut. Vielleicht machst du einen Ansatz, aber das wird nicht lange halten. Und gut ist auch in Gottes Augen, in Gottes Maßstab, das werden wir nie erreichen können, gut zu sein von uns aus. Aber Gott ist jemand, der nicht zu dir sagt, so, ich zeige dir jetzt mal, wie du bist. Ich liste das alles auf, komme in 14 Tagen wieder und du arbeitest die Liste ab, veränderst dich und dann sehen wir mal weiter. Das macht Gott nicht. Gott will dir deinen Zustand zeigen und zeigt dir aber auch gleichzeitig, dass er dich dennoch liebt und dass er dein Leben neu machen kann. Das, was in uns drin ist, im Herzen, kommt auf die eine oder andere Weise raus. Es gibt natürlich Dinge in deinem Herzen, die niemand sieht, außer Gott. Aber viele Dinge, also, kommen schon irgendwann hoch. Und wie passiert das? Es passiert auf jeden Fall dadurch, dass du bestimmte Dinge sagst. Im Inneren formen sich die Gedanken, die Beweggründe und so weiter. Und die Zunge ist das Organ, das es ausspricht. Natürlich kann das auch, das ist manchmal auch zwiespältig, du kannst Böses im Herzen haben und trotzdem Gutes sagen. Das ist Heuchelei.
Aber letztendlich kommt vieles, vieles hoch. Also es kommt oft raus, was in unserem Herzen ist. Und in dem nächsten Vers, in Sprüche, in Sprüche 11, Quatsch, Sprüche 15, da steht dann, Sprüche 15, Vers 12, der Spötter liebt den nicht, der ihn zurechtweist und geht nicht hin zu den Weisen. Spötter, das hatte ich schon mal vor ein paar Wochen angesprochen, wo es um Lästern und so weiter ging, Spott. Spott ist brutal. Lästern ist brutal. Es zerstört Menschen. Du erhebst dich über jemanden und sagst, guck den doch an. Der sieht scheiße aus, der ist doof. Das sagst du ihm ins Angesicht. Das sagst du ihm direkt. Heute läuft es natürlich auch über die Medien. Diese ganze Welle im Internet. Menschen werden kaputt gemacht, erniedrigt. Man kennt sich noch nicht mal und trotzdem gibt es eine Gruppe, die auf einer Person rumhackt. Menschen werden erniedrigt und kommen nicht damit klar. Persönlichkeit wird zerstört. Aber letztendlich ist das Internet ein Spiegel der Gesellschaft. So gehen wir miteinander um teilweise. Spott, überall, in der Schule, auf der Arbeit. Da ist der Arbeitskollege, der irgendwie ja, komisch ist oder was auch immer. Und man konzentriert sich drauf. Aber Spott geht weiter. Es ist nicht nur, dass ich mich über jemanden lustig mache. Wenn ich in einer Gruppe, in einer Firma mit meinen Arbeitskollegen zusammenstehe und der Chef ist mal wieder doof, sage ich mal. Und wir reden darüber und was er für ein Versager ist und was er alles falsch macht. Du sagst es nicht, wenn er dabei ist. Da wirst du dich verhüten. Aber in der Gruppe kannst du es ja sagen. Das ist eine Form von Lästern. Weil jemand nicht dabei ist, er kann sich nicht wehren dagegen. Und so kannst du das durch alle Bereiche ziehen. Überall da, wo du über Menschen redest, die nicht dabei sind. Die haben keine Chance. Und uns Menschen fällt es so leicht, negative Dinge zu sagen, anstatt Gutes zu sagen, von unserer alten Natur her. Weil sich der Spötter natürlich auch bis zum gewissen Punkt besser fühlt, als den, über den er spottet. Er wertet sich seine Persönlichkeit selber dadurch auf. Wenn ich einen anderen runterdrücke, kann ich mich ja selber erhöhen. Und natürlich, hier steht, der Spötter liebt den nicht, der ihn zurechtweist. Natürlich will er das nicht. Dass jetzt jemand, du bist in einer Gruppe, da ist einer dabei, der ist immer dabei, der redet über alle möglichen Leute, macht sich lustig. Und jetzt kommt jemand dazu, der sagt, ey, nee, den habe ich aber anders kennengelernt, das ist ein ganz lieber Typ. Plötzlich merkst du, wie das Gespräch abebbt. Du bist zwar nicht wahnsinnig beliebt, aber du merkst einfach, es verändert was. Du kannst natürlich, also es gehört sehr viel Rückgrat dazu, was zu sagen in so einer Gruppe manchmal. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du umdrehst und weggehst. Und wenn wir Kinder Gottes sind, ist es manchmal so, dass der Heilige Geist uns zeigt, ey, hier geht es in eine komische Richtung. Es ist ja oft nicht so, dass sowas sofort anfängt, dass du irgendwo reinkommst und das ist manchmal so schleichend. Da wird erstmal geredet und plötzlich bist du auf einer negativen Schiene. Und Gott zeigt dir das. Wenn du weggehst, wunderbar. Wenn du drin bleibst, kann es passieren, dass du mit reingezogen wirst. Und ganz ehrlich, wir als Kinder Gottes sind vor Lästern nicht unbedingt immer gefeit. Rede über Politik mit Leuten. Rede über unseren amerikanischen Präsidenten. Ja, da fangen einige schon an zu lachen. Natürlich haut er Sachen raus. Das ist klar. Das würden wir, wenn ich Präsident wäre, ich weiß nicht, was ich alles sagen würde. Ja? Aber letztendlich steht uns das zu, uns lächerlich und uns lustig zu machen über jemanden? Steht uns das zu? Trump hat letztens gesagt in einer Rede, mich mag keiner. Ist das furchtbar? Ist das furchtbar? Ob
schuldhaft oder nicht, wenn das über dein Leben gesagt wird, mich mag keiner. Das ist doch, wir wollen als Menschen geliebt werden, wir wollen anerkannt sein. Und wenn du dieses Gefühl, Mann, das ist doch traurig. Dann nützt doch all seine Kohle und was weiß ich, was er hat. Was nützt denn das? Was bringt das? Ne? Und ja, du, wie gesagt, du kannst dich da echt lustig machen über Politiker, über Sportler. Ich weiß nicht, da gibt es immer so bestimmte Personen, die auch echt leider immer wieder in irgendwelche Fettnäpfchen treten. Aber wenn wir einen Spaß machen, nicht auf Kosten anderer, lasst uns irgendwie über Dinge lachen, über die es sich zu lachen lohnt, nicht über Menschen und ihre Macken. Und die Macht der Zunge, also es ist immer wieder, also ich weiß nicht, Gott führt mich da immer wieder hin. Paulus sagt im Epheserbrief, er redet zur Gemeinde, zu seinen Geschwistern und sagt in Epheser 4, das ist das Neue Testament, ich finde, das ist so der Sahnebrief im Neuen Testament, ich meine, das ist Wort Gottes, ist alles Sahne, aber das, der Epheserbrief, der haut mich jedes Mal um, der ist einfach, der hat so eine Tiefe drin. Also Epheser 4, da spricht Jesus, er spricht Paulus nicht zu Menschen in der Welt, sondern zu seinen Geschwistern in Ephesus. Und sagt, 4, Vers 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Das sagt er seinen Geschwistern hier in der Gemeinde. Er warnt sie. In ein paar Verse weiter, in Kapitel 5, Vers 4 sagt er, auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Da habe ich zu lernen. Wie viel redet man einfach um des Redens willen? Man redet und redet und merkt gar nicht, was man für ein dummes Zeug erzählt. Und auch unter uns Geschwistern ist es manchmal so. Über was redest du mit deinem Bruder, mit deiner Schwester? Über Fußball? Okay, gut, das mag vielleicht noch gehen. Oder weiß ich nicht, über deine Hobbys oder, aber du redest über dich. Es gibt leider viele Geschwister, die über sich reden. Und der andere steht dir gegenüber, hört dir zu und manchmal möchte ich nicht wissen, was er so denkt, was so in ihm drin ist. Er denkt, hoffentlich ist er bald fertig. Das interessiert mich gar nicht, was der erzählt. Aber wir sind ja als Geschwister sehr liebevoll und vorsichtig, wir machen das nicht. Manchmal wäre es vielleicht sogar ganz gut. Gut, wir wollen den anderen nicht verletzen, aber das bringt nichts. Es bringt nichts, sich stundenlang irgendwas anzuhören. Klar, wenn es große Not ist, klar, nicht die Frage, dann müssen wir zuhören. Aber manchmal reden wir irgendwelche belanglosen Dinge. Und das ist etwas, was, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Was ist das Rezept? Ich meine, du kannst dich ja nicht selber irgendwie, du sagst dir jetzt, ich rede nur Gutes, ich rede nur das, was notwendig ist, was er baut. Da bist du ja völlig mit überfordert. Das kannst du ja gar nicht. Aber du hast einen Gott, der das in dir wirken kann. Und wenn du dich auf ihn wirfst, dich von ihm verändern lässt, wenn dein Herz, dein innerer Mensch, diesem Geist Gottes in dir Raum, also wenn du ihm Raum lässt, kannst du auf jemanden zugehen und ihm zwei Sätze sagen und der ist traurig gewesen und ist so ermutigt und so voller Freude, weil du das Wort Gottes zu ihm gesprochen hast. Das ist das Einzige, was tatsächlich gut ist, was er baut. Alles andere, ja, wir geben manchmal gute Tipps und was weiß ich. Puh, ja, es hilft manchmal ja auch.
Aber das, was wirklich Segen bringt, was dich aus deinem Loch rausholt, was dir wieder Kraft gibt für deinen Kampf, für deinen Alltag, in dem du lebst, kann dir nur Gott schenken. Und oft ist es so unter uns, ich bin da ganz offen und ehrlich, wir reden manchmal sehr fromm mit unseren Geschwistern. Wir beten füreinander, das ist gut, das ist wichtig, das müssen wir auch tun. Wir reden so toll. Was ist Montagmorgen? Du kommst zur Arbeit und der Kollege macht irgendeinen Spruch, der dir gar nicht gefällt. Was kommt dann aus dir heraus? Oder wenn du mit deinen Kollegen zusammensitzt oder ich weiß nicht was, wenn du in deinem Sportverein bist. Was reden wir dann? Als Christ, es sollte unser Leben ganz sein und kein Doppelleben. Nicht hier in der Gemeinde sehr fromm und gut sein und draußen, Entschuldigung, die Sau rauslassen. Und ich habe das vorhin schon gesagt, was wäre denn, wenn, Gott bewahre, aber wenn ich jetzt zu, weiß ich nicht, zu irgendjemandem, der mit vielen Kollegen zusammenarbeitet, zu denen in die Firma gehen würde und sagen, hier, der und der ist mein Bruder, wie verhält er sich denn hier so, was sagt er so und so. Was würde man über uns sagen, was würde dabei rauskommen? Unser Leben muss echt sein, wahr sein, denn wir haben es mit einem Gott der Wahrheit zu tun, der Lüge hasst. Und es gibt noch nicht Steigerungen, aber es gibt zum Beispiel, wenn du, wie ich vorhin schon sagte, ich habe was gegen Peter, also habe ich jetzt nicht, aber sage ich mal, ich habe was gegen Peter und würde ihm mal gerne die Meinung sagen und wenn ich ihm begegne, nehme ich ihn in den Arm und oh Peter, schön, dass du da bist. Das ist Heuchelei. Und es gibt fast nichts, was Jesus so hasst wie Heuchelei. Oder, was für mich, was ich finde, ist noch eine Steigerung davon, ist, wenn ich mich einschleime bei jemandem. Wenn ich ihn eigentlich nicht leiden kann, aber ich könnte irgendwas über ihn erreichen und rede dann so, ach, so mit Honig gefüllt, ich laber denen so zu. Das ist nicht das, was Jesus will. Jesus, er ist immer wieder, als er auf dieser Welt war, er war von einer Clique umgeben, die ihm einfach immer wieder ein Bein stellen wollten. Die Pharisäer, die nur darauf gewartet haben, dass er was Falsches sagt, dass er was Falsches tut, damit sie ihn verhaften können. Und ihn tatsächlich, sie hatten den irgendwann in den Entschluss gefasst, den bringen wir um, weil er sie in ihrer Machtposition ein Stück weit irgendwie so ein bisschen ins Wanken gebracht hat. Und viele Menschen sind ihm gefolgt, das hätten sie auch gerne, dass Menschen ihnen folgen. Und der musste einfach weg. Und dann steht in Markus 12, ab Vers 13, und sie sandten zu ihm einige von den Pharisäern und von den Anhängern des Herodes, dass sie ihn fingen in Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist recht, dass man den Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht zahlen? Hört sich doch schön an, ne? Da kommt jemand zu ihm, zu Jesus. Und du, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und du achtest das Ansehen der Menschen nicht und lehrst den Weg Gottes recht. Du bist ein toller Mann. Keiner ist so wie du. Sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Honig ums Maul geschmiert und dann versuchen, eine Falle zu stellen. Das kannst du mit Jesus nicht machen. Der kennt dein Herz. Dem musst du auch kein Honig ums Maul schmieren.
Das brauchst du nicht. Du musst auch im Gebet nicht irgendwas sagen, was du gar nicht meinst. Und dich versuchen, selber fromm zu machen dadurch, dass du ein Gebet sprichst, was gar nicht deinem inneren Zustand entspricht. Das brauchst du nicht. Nicht vor Gott. Gott kennt dich. Gott will Wahrhaftigkeit. Gott will, dass du ihm sagst, mir geht's scheiße, ich habe versagt. Das und das ist in meinem Leben. Da ist Armut, da ist Elend da, da ist Verzweiflung da. Das will er. Ein aufrichtiges Herz, kein Gerede. Das ist ihm wichtig, dass wir aufrichtig sind. Sonst kann er uns nicht verändern, wenn wir uns selbst belügen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist das dieses ganze Problem des Redens. Worte verletzen, die gehen, habe ich letztes Mal, das geht so tief rein teilweise. Menschen werden so verletzt, wenn du jemanden ins Gesicht schlägst. Klar, das tut heftig weh, aber das vergeht wieder. Worte können über Jahre noch in deinem Herzen, in deinem Inneren wirken und du wirst sie nicht los, diese Verletzung, dieses emotionale Loch, was immer wieder hochkommt. Aber Gott ist da, Jesus ist da, Jesus ist der gute Hirte, der will dich da rausholen aus dem Ganzen. Es geht weiter in Sprüche, wir haben noch zwei Verse vor uns. Und zwar ein fröhliches Herz in Vers 13. Macht ein fröhliches Angesicht. Aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Manchmal kannst du es Menschen ansehen, dass es ihnen gut geht. Das ist schön. Sie sind gesegnet, sie haben im Moment keine Probleme. Das gibt es tatsächlich. Es gibt Situationen manchmal, wo du keine Probleme hast. Manche jedenfalls. Es läuft alles glatt. Du bist finanziell gesegnet, du bist gesund, du hast alles, was du brauchst, keine Spannung auf der Arbeit und alles gut, alles wunderbar. Ich sage dir, dieser Zustand wird nicht anhalten. Wir leben in einer gefallenen Welt. Not ist normal in dieser Welt. Auch für uns als Christen. Du musst durch bestimmte Dinge durch, die auch der Mensch in der Welt durchmacht. Du wirst genauso krank, dir können genauso Menschen wegsterben, wie bei den Menschen in der Welt. Und plötzlich, du hast, sag ich mal, ein wunderbares Leben, alles klar, und plötzlich wird dir gesagt, hast noch 3 Monate zu leben, hast Krebs, was dann? Dann bricht alles zusammen. Dein ganzes schönes Kartenhaus, all die Dinge, an die du dich so freust, sind plötzlich nichts mehr wert. Weil Not in dein Leben hineingekommen ist. Und Not und Elend können wir oft nicht erklären. Warum kleine Kinder, die kaum angefangen haben zu leben, sterben müssen an irgendwelchen Krankheiten. Oder von ihren Eltern in die Mülltonne geschmissen werden. Wir können bestimmte Dinge. Du siehst einen Menschen, der ist fröhlich und hat immer einen Spruch auf den Lippen und du hörst plötzlich eine Woche später, er hat Selbstmord gemacht. Da stehst du davor und fragst, warum? Auch in deinem eigenen Leben, diese Frage, warum lässt Gott es zu? Liebt er mich nicht mehr? Warum lässt er das in mein Leben hineinkommen? Warum ist das so? Und wir sollten uns als Geschwister in der Gemeinde davor hüten, Patentlösungen anzubieten, wenn jemand in Not ist. Ah, komm Junge, das wird schon wieder. Oder ich bete für dich. Ist gut, nicht die Frage. Aber das kann manchmal so flach sein. Solche frommen Phrasen. Das können fromme Phrasen sein. Manchmal nicht. Ich will das nicht irgendwie. Gebet ist das Beste, was man machen kann. Und manchmal gehen wir diesen Leuten auch total aus dem Weg, weil wir überfordert sind. Das ist gut. Das ist gut. Wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, okay. Kannst du trotzdem für beten. Das ist gut. Aber komm nicht mit irgendwelchen Sprüchen und sag, ich weiß ganz genau, wie es dir geht. Ich habe das damals auch durcherlebt. Du weißt das gar nicht, was in demjenigen vorgeht.
Und wenn er lieb ist, wird er dir sagen, ach ja, ich weiß nicht, danke für dein Angebot, aber ich muss mal gucken. Manch einer wird dir sagen, du weißt doch gar nicht, was mit mir los ist. Billiger Trost, da sollten wir echt aufpassen. Wie ist das bei Hiob gewesen? Hiob, ein gesegneter, reicher Mann, der alles hatte. Und innerhalb kürzester Zeit hat er alles verloren. Er ist dann sogar noch krank geworden, schwer krank. Dieser ganze Schmerz über den Verlust seiner Familie, seines Besitzes und so weiter. Und dann wird er selber krank. Und dann kommen seine drei Freunde. Gut, später ist das alles ein bisschen schräg, was da so läuft. Aber die drei Jungs kommen, sehen ihn, sind erschüttert darüber. Und was machen sie? Sie gehen nicht zu ihm, ah Hiob, komm Junge, wir helfen dir, das geht schon weiter hier, das ist eine vorübergehende Phase, komm, kommst da raus. Nein, sie setzen sich 7 Tage neben ihn und sagen nichts. Leiden einfach nur mit. Kein Gerede. Sie wissen nicht, wie es in ihm aussieht. Sie sehen seinen Zustand, aber sie sagen nichts. Und manchmal ist es gut, nichts zu sagen und einfach nur zuzuhören. Und manchmal haben wir so das Gefühl, du musst ein Patentrezept, du musst eine Lösung für das Problem haben. Haben wir sowieso nicht, weil wir jemanden da nicht rausholen können. Du kannst dich auch selber aus deinem Elend oft nicht rausholen. Ganz ehrlich, sag doch mal ganz ehrlich zu dir selbst. Es können Dinge in dein Leben hineinkommen, mit denen kommst du nicht klar. Da kannst du noch so den Coolen raushängen, das wird dir nichts nützen. Es gibt Dinge in deinem Leben, auf die du keinen Einfluss hast. Und wie gesagt, wir wissen nicht, warum. Es passieren heftige Sachen, aber Gott erklärt uns das nicht. Aber er weiß, was Leiden heißt. Gehen wir mal auf diesen Hügel, der Golgatha heißt. Wir haben oft so ein schmalziges Bild von Jesus, wie er da hängt am Kreuz, mit vielleicht nicht hier mit einer kleinen Narbe oder sonst was. Der war entstellt, zerschlagen, angespuckt, total als Mensch, total entstellt. Willst du sagen, Gott weiß doch gar nicht, was mit mir los ist. Der sitzt da oben im Himmel, dem ist doch das Leid egal. Nee. Was du aber auf jeden Fall tun kannst und tun solltest, wenn du siehst, dass dein Bruder oder deine Schwester leidet, bete für ihn. Geh in dein Zimmer, wirf dich auf die Knie, ringe um denjenigen, um seine Not. Du weißt seine Not nicht. Gott weiß es. Und dieser blöde Spruch, Man bearbeitet ein Problem über Stunden und sagt dann zum Schluss, ja, da kann man ja nur noch beten. Was ist denn das? Beten ist das Beste, was wir machen können. Weil auf dem anderen Ende der Leitung ist jemand, dem nichts unmöglich ist. Der heilen kann, der aufrichten kann, der die Not sieht. Und der Einzige, er ist der gute Hirte, er ist der Einzige, der unserer Not begegnet hat. Und ich bin so froh, dass Jesus sagt, wir sind seine Schafe. Schafe müssen nicht immer intelligent sein, Schafe verlaufen sich, fallen auf die Schnauze, kommen nicht wieder selber hoch. Und das sind wir doch auch, oder? Manchmal liegst du auf der Schnauze und kommst nicht selber wieder hoch. Du kannst dich nicht hochziehen. Du liegst da, liegst auf dem Rücken und kommst nicht wieder hoch. Und wenn Schafe nicht auf dem Rücken nicht wieder umgedreht werden, dann bleiben die so liegen und sterben, weil sie nicht hochkommen. Das sind wir. Er vergleicht uns nicht mit ganz, ganz tollen, was weiß ich was, Tieren, Löwen oder so, das sind wir manchmal auch, aber wir sind diese dummen Schafe manchmal. Musst du aushalten, wenn ich dir das sage. Also es ist so. Dann zum Schluss noch, Vers 14. Des klugen Herz sucht Erkenntnis, aber der toren Mund geht mit Torheit um. Ich würde sagen, also ich habe das für mich so ein bisschen so übersetzt,
des klugen Herz sucht Erkenntnis, des gottesfürchtigen Herz sucht Erkenntnis. Jemand, der sich nach Gott ausstreckt, der Gott will, der Gott begegnen möchte, der hören möchte, was Gott ihm sagen will, in sein Leben hinein, der auch es zulässt, dass Gott korrigiert, dass er sagt, ey, geh mal diesen Weg nicht. Das ist jemand, der hat ein kluges Herz. Der sucht Gott in seinem Leben, weil er weiß, ohne Gott wird das hier nichts. Und wenn du Gott von Herzen suchst, das sagt er dir zu in seinem Wort, wirst du ihn finden. Wenn du ihn von ganzem Herzen suchst, findest du ihn. Und du findest ihn immer mehr. Bei Gott gibt es kein Ende. Er offenbart sich dir nicht und du sagst, oh ja, wunderbar, das reicht jetzt für den Rest meines Lebens. Nein, Gott hat mehr für dich. Weil seine Person, sein Wesen, das ist so, der ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, der ist so groß, den werden wir nie ganz erfassen, nie ganz begreifen können. Aber er möchte uns begegnen, er möchte sich uns offenbaren. Aber das ist klar, es ist gut, wir können uns dran freuen, aber es ist kein Selbstzweck. Du gehst nicht hin und freust dich an Gott, alles wunderbar. Und das war's. Gott möchte auch andere, die in dieser Welt, sage ich mal ganz krass, verrecken. Er möchte sie durch dich segnen. Er möchte ihnen deine Liebe oder seine Liebe zeigen. Er möchte diese Menschen nicht mit deiner Liebe. Unsere Liebe ist so begrenzt. Die ist oft so, auch so ich-bezogen, so egoistisch. Gibst du mir was, gebe ich dir was. Gott ist anders. Ich sage dir, Gott ist anders. Gott ist Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und diese Gemeinschaft, diese Verbindung ist so tief. Da ist eine absolute Harmonie da. Da ist einer für den anderen da. Da gibt es keine Störung, keine Diskrepanz zwischen diesen drei Personen. Und was macht dieser Gott in seiner Liebe? Ich stelle mir das so vor. Der Vater und der Sohn, die so eine tiefe Beziehung haben. Der Vater sagt, für diese Menschen, die so im Elend sind, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss meinen Sohn senden. Ich muss ihn mir vom Herzen reißen. Er muss auf diese Welt kommen. Der Sohn ist bereit zu gehen. Und Gott wird von seinen Geschöpfen, die er erschaffen hat, geschlagen, angespuckt, verspottet, an ein Kreuz genagelt, wo er elendlich stirbt. Und der Vater sieht das. Was mag das einem Herzen, das so liebt? Was mag das bedeuten? Und warum das Ganze? Das lesen wir zum Schluss in einem der schönsten Kapitel der Bibel. Im Johannesevangelium, Kapitel 17, da geht es um das hohe priesterliche Gebet, wie Jesus zum Vater betet. Und er sagt dann in 17, ab Vers 20, zum Vater: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir,
damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und sie liebst, wie du mich liebst. Das ist der Plan des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Gemeinschaft zwischen diesen drei Personen der Gottheit, sie nehmen uns mit hinein in diese Gemeinschaft. Jesus ist im Vater, der Vater ist in Jesus und Jesus ist in uns und somit auch der Vater. Verstehen wir das, was das heißt? Gott nimmt uns mit hinein in diese Gemeinschaft, in diese tiefe, liebevolle, reine, heilige Gemeinschaft, in Ewigkeit. Das ist der Plan, den er für uns hat. Deswegen hat der Vater und der Sohn haben solche Schmerzen durcherlebt. Und dann willst du mir sagen, Gott weiß nichts von meinem Elend. Ob der mich liebt? Na. Gibt's eine größere Liebe als das? Und wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt wärst, das glaube ich hundertprozentig, der keine Möglichkeit hätte, erlöst werden zu können, würde Jesus nochmal kommen, um das für dich zu tun. So groß ist seine Liebe. Lasst uns echt die Augen dafür aufmachen. Die inneren Augen, das verstockte, steinerne Herz, das ich-bezogene Herz. Wenn du ich-bezogen lebst, kommt nichts Gutes aus deinem Leben raus. Dann bist du auch kein Segen für irgendjemand anders, auch für dich selbst nicht. Dann plätschert dein Leben dahin. Aber Gott hat viel, viel mehr für uns. Und er klopft an. Nicht wie der Teufel, der sich reindrängt, der durch die Hintertür kommt und dich überfällt. Das macht Jesus nicht. Er steht draußen und klopft an und du musst die Tür aufmachen. Er reißt sie nicht auf. Er ist der gute Hirte, der jeden von uns liebt und uns mit in diese Gemeinschaft hineinnehmen will. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist klar, es ist Leben, es hält uns einen Spiegel vor. Aber nicht nur das, sondern es möchte uns in eine tiefe, reiche Liebesbeziehung hineinführen. Und hilf uns da, dieses Angebot nicht einfach beiseite zu schieben und meinen, naja, ich kann mein Leben schon so leben und ich komme schon klar. Es gibt nichts Größeres, keine größere Liebe, keine größere Freude, kein wirkliches Leben ohne dich. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, so uns wirklich von ganzem Herzen nach dir auszustrecken. All das, was uns immer wieder niederdrücken will, was uns ablenken will von dir, Herr, schieb du das beiseite und hilf uns einfach, dich zu sehen, so wie du wirklich bist, Herr. Amen.